Willkommen, liebe Freunde, zu den Halo News. Die E3 Pressekonferenz ist offiziell vorbei und jeder der großen Veranstalter konnte was zu ihren Games oder Plattformen sagen. Auch 343 Industries hat uns gesagt, die werden zwar auf der E3 nicht da sein, aber die werden eine kleine Überraschung für uns parat haben. Jetzt haben sehr viele Leute gedacht, die Pressekonferenz, das war die kleine Überraschung, nämlich die HDR-Unterstützung, die 4K-Unterstützung. Aber dem war es nicht so, denn Microsoft bzw. 343 Industries hat eine kleine Überraschung in ihrer eigenen Show gehabt. Nämlich Halo Wars 2 bekommt eine Kampagnen-Erweiterung genauso wie Multiplayer-Maps und Helden. Das ist cool, das ist geil, aber auch vorhersehbar gewesen. Denn wenn jemand die Ultimate Edition von Halo Wars 2 hat, konnte auf der Rückseite nämlich erkennen, was da drin ist, nämlich der Season Pass wurde da groß drauf geschrieben und da drauf steht neue Anführer, Einheiten und Kampagnenmissionen ist in dieser Season Pass enthalten. Also war schon eine Frage der Zeit, dass es noch dieses Jahr kommt und wer fragt, ey, wann kommt die Erweiterung, wann kommt diese neuen Kampagnen-DLC, das kommt im Herbst, aber wann genau nicht. Doch was ist nämlich da drinne? Was beinhaltet der große DLC-Spielmodi-Spaß? Es beinhaltet beziehungsweise neue Mehrspielerkarten sowie einen neuen Modus, nämlich Terminus Firefight. Das ist so eine Art Tower Defense, also ihr baut Basen, erstellt Truppen und müsst nämlich so eine Horde von Feinden abwehren. Das hat man nämlich in der Kampagnenmission von Halo Wars 2, durfte das nämlich auch sehen. Das war cool, das war eine sehr geile Aktion und ich denke mal, Freunde von Tower Defense werden das mögen. Und was wird genau eigentlich in der Kampagne spielen? Ja, bis jetzt ist nicht so viel bekannt, man weiß nur, es heißt Awakening the Nightmare, also beziehungsweise Erwachen des Albtraums und da werdet ihr als die Banished beziehungsweise die Verbannten kämpfen, also sprich die Allianz und dürft dann gegen böse Horden von Flatz kämpfen. Ja, die Flatz wird zurückkehren, das ist mega geil, ich freue mich schon drauf, die werden zwar gehasst und geliebt gleichzeitig, aber ich freue mich gegen die Flat nochmal anzutreten und ich hoffe, es wird so ein schönes, beklemmendes Gefühl sein, denn gerade bei diesem Titel Awakening the Nightmare, sprich das Erwachen des Albtraums, ist das schon richtig geil. Wie teuer das wird, wurde jetzt erstmal noch nicht genannt. Season Pass Besitzer würden das kostenpflichtig bekommen, laut der kleinen Information auf der Rückseite der Ultimate Edition von Halo Wars 2 und wir dürfen wirklich, wirklich gespannt sein. Wer den Trailer noch nicht gesehen hat von Awakening the Nightmare, der kann nochmal in der Videobeschreibung schauen, draufklicken und da kommt ihr sofort zum Trailer von Halo Wars 2 DLC. Und das war schon mit den News für heute. Wem es gefallen hat, würde ich mich gerne um einen Daumen nach oben freuen, genauso wie einen Kommentar zu den heutigen News. Und wer noch das spezifisch noch lesen möchte, kann ja gerne in der Videobeschreibung schauen. Da stehen die Quellen zu den heutigen Themen. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, fürs Zuhören und wir sehen uns, euer Alpha Chief.